Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gartenpfote. Dieses Mal geht es um zwei Ziersträucher, die ich euch zeigen oder vorstellen möchte. Einmal um den Flieder und einmal um den Schneeball. Der eine mag es trocken und der andere lieber etwas feuchter. Ich möchte euch erstmal den Flieder vorstellen. Der Flieder ist sehr, sehr anspruchslos und pflegeleicht. Er kommt eigentlich mit allem zurecht. Ja, also das heißt, vom Standort her möchte er gerne in der vollen Sonne stehen. Es geht auch halbschattig und dann gibt es ihn ja in so schönen Varianten. Schaut mal, also so weiß oder so ein zartes Lila oder eben so richtig ja, dunkellila. Und damit er so schön blüht, muss man gar nicht so viel machen beim Flieder, denn bei ihm ist es so, er ist wie gesagt sehr anspruchslos. Also das bedeutet, ich dünge ihn im Frühjahr mit ein bisschen Kompost und ein wenig Hornspäne und das reicht ihm schon völlig aus. Und er ist eben ein Zierstrauch, der sehr gut mit Trockenheit zurechtkommt. Das heißt, er muss gar nicht viel gegossen werden im Sommer, eigentlich gar nicht. Und er kommt eben mit der Trockenheit sehr gut aus. Und ja, Schädlinge hat er auch gar nicht so viele. Also Blattläuse oder so etwas, wie ich euch gleich noch beim Schneeball zeige, sind bei dem Flieder auch gar nicht zu finden. Und zurückgeschnitten wird er jetzt, wenn das verblühte, also wenn die Dolden verblüht sind, dann werden die einfach nur abgeschnitten. Und man kann ihn auch ganz zurückschneiden oder sehr stark zurückschneiden, aber dann blüht er im nächsten Jahr nicht mehr so üppig. Also, das müsst ihr sehen, wie ihr Platz habt. Und man kann mit diesen Fliederblüten auch noch einiges machen. Einmal nämlich einen Fliederzucker und auch ein Fliederblütengelee. Genau dieses Gelee haben wir gemacht. Ist ein bisschen aufwendig. Aber lohnt sich, denn es ist sehr, sehr lecker. Schmeckt leicht nach Honig, ganz süß und ja, wirklich sehr köstlich. Und ich will euch mal zeigen, wenn ihr jetzt... So, ihr braucht dafür 500 Milliliter Blüten, also einfach in einem Messbecher abmessen. Und es ist wichtig, dass ihr nur das Weiße der Blüten dafür verwendet. Also das Grüne hier nicht. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, Fummelarbeit. Und dann nehmt ihr eben die, die auch so ein bisschen, also schon schön geöffnet sind. Und ja, da müsst ihr schon einige ja, abpflücken sozusagen. Ja? Das ist nicht mal eben, aber es lohnt sich. Unsere Arbeitsschritte, wie wir das Gelee gemacht haben, seht ihr jetzt im Folgenden. Und das Rezept dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind nämlich diese Bodentriebe, die immer entstehen und die man eben immer ja, abschneiden muss. Ich zeige euch die jetzt mal. So, hier sieht man jetzt diese Bodentriebe. Die sind halt dann ja überall ringsherum um den Flieder. Und anfangs gehen sie noch ganz gut raus. Später muss man dann schon zur Schere greifen. Und das ist natürlich dann ein bisschen nervend. Aber naja, ansonsten ist er wirklich sehr anspruchslos. Und hier unser Flieder hat jetzt weiter sonst mit gar keinen Schädlingen zu kämpfen. Keine Blattläuse oder ähnliches. Und jetzt kommen wir zu unserer zweiten Pflanze im Garten, nämlich dem Schneeball, der ja auch sehr, sehr hübsch blüht und von seiner Blütenform den Namen Schneeball eben her bekommen hat. Und bei diesem Zierstrauch ist es so, dass er gerne auch in der vollen Sonne steht, also wie der Flieder. Aber hier kommt der Unterschied, er mag es nicht so gerne trocken. Das heißt, er muss öfter gegossen werden und er mag es sogar, wenn die Erde auch feucht bleibt längere Zeit. Und deswegen eignet sich hier sehr gut Mulchen. Und das machen wir jetzt zusammen. So, dann habe ich jetzt hier meinen Grasschnitt als Mulchschicht ausgebracht. Und noch nicht alles bedeckt, denn ich möchte euch noch etwas zeigen. Ihr könnt bei dem Schneeball
eigentlich ganz einfach auch Ableger gewinnen, indem ihr so bodennahe Triebe oder Zweige, besser gesagt, so wie hier, Absenker von gewinnt. Das bedeutet, wir nehmen so einen bodennahen Zweig, beschweren den hier bei der Erde, zum Beispiel mit einem Draht, und bedecken ihn mit Erde. Das quasi, das hier in der Erde ist. Hier würden sich dann Wurzeln bilden und ihr könnt das dann hier später abschneiden und habt hier einen Ableger gewonnen. Das geht relativ schnell, innerhalb, also nächstes Jahr könntet ihr schon gucken, dass hier sich Wurzeln gebildet haben und dann könnt ihr das hier, wie gesagt, dann abschneiden, das hier ausbuddeln und woanders hinpflanzen. Wir haben das mal gemacht und das sieht dann später so aus. Das sind jetzt so eine Absenker. Hier sieht man noch sozusagen, hier ist der Zweig gewesen, abgeschnitten. Hier werden dann die Wurzeln und eingepflanzt. Ja, und dann immer gießen, auch hier wieder mulchen, denn genauso wie der große Strauch mag auch der kleine hier Feuchtigkeit. Also auch hier muss ich gleich noch mulchen und immer gießen. Aber das geht sehr gut. Ganz anders mit den Schädlingen ist das nämlich bei dem Schneeball. Und zwar hat der nämlich immer gerne die Blattläuse. Wir haben dazu noch ein Video gemacht mit einer Bekämpfung mit Rhabarberblättern. Das hat auch gut funktioniert, aber natürlich muss man das dann jedes Jahr wieder neu machen. Oder mehrmals auch in der Saison. Und was auch noch sehr hübsch ist, ist natürlich neben seiner schönen Blüte, dass er im Herbst sein Laub so rötlich verfärbt. Und das sieht dann auch noch mal ein Hingucker im Beet. Ja, das war schon unser kurzes, knackiges Video vom Flieder und vom Schneeball. Tschüss und bis zum nächsten Mal.